Vor einigen Wochen ermordete die iranische Sittenpolizei die Kurdin Jina Mahsa Amini. Ihr Tod führte zu einer massiven Protestwelle im ganzen Land, so wie wir es seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Auch heute befinden wir uns auf einer Demonstration in Solidarität mit den Protesten im Iran. Die Proteste im Iran gehen aber viel weiter hinaus als nur um den Tod dieser Frau. Sie richten sich gegen die massive Inflation, eine massive Verarmung der Bevölkerung, aber auch die Unterdrückung der kurdischen Minderheit im Iran. Zum anderen haben auch LehrerInnen-Gewerkschaften zu einem Streik aufgerufen in Solidarität mit dieser Bewegung, aber auch ArbeiterInnen der Öl- und Gasindustrie haben zu Streiks aufgerufen und befinden sich derweil im Streik in Solidarität mit den Frauen im Iran, aber auch für den Sturz des iranischen Regimes. Wir dürfen uns aber nicht täuschen lassen von den trügerischen Hilfsangeboten des Europäischen Parlaments und der EU. Die Sanktionen gegen den Iran treffen maßgeblich die Bevölkerung, die Menschen, die gerade im Iran auf der Straße stehen und streiken und kämpfen für ihre Freiheit. Schon in den vergangenen Jahren haben immer wieder die Proteste sich auch gegen die Sanktionen der USA und Europa gerichtet. Deswegen müssen wir uns gegen diese Sanktionspolitik stellen, in Solidarität mit den iranischen Frauen, Queers und ArbeiterInnen. Wir fordern die sofortige Beendigung jeglicher Intervention des Imperialismus im Iran, sowohl militärisch als auch wirtschaftlich. Das Regime in Iran kann nur durch das Bündnis der ArbeiterInnenklasse und der Unterdrückten gestürzt werden, unabhängig von der Einmischung des Imperialismus und allen lokalen Kapitalfraktionen in der Perspektive einer sozialistischen Föderation Westasiens.